Die italienische Küche hat viel mehr zu bieten als Tiramisu, Pasta und Pizza. Food-Expertin Felicitas Teen zeigt jetzt 4 Gerichte für die wahren italienischen Momente im Leben. Und die hierzulande so gut wie unbekannt sind. Das ist das Tolle. Es gibt so viel zu entdecken, was es bisher gar nicht bis nach Deutschland geschafft hat. Felicitas nimmt uns mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch Italien. Sie liebt aufregende Geschmackskombinationen. Das zeigte sie schon 2013 in der ersten Staffel der Sat.1-Sendung The Taste, den Juroren Frank Rosin, Lea Linster, Alexander Herrmann und Tim Melzer. Mutig, mutig, mutig. Ja. Ey, was ist das für ein Shit? Volle Punktzahl von allen 4 Starköchen. Und der Premierensieg in einem der anspruchsvollsten TV-Kochwettbewerbe der Welt. Inzwischen hat die 36-jährige Berlinerin mehrere Kochbücher geschrieben und betreibt einen YouTube-Kanal. Sie liebt italienische Küche und einen Italiener. Illy ist ein waschechter Römer. Felicitas und er zeigen, wie reich die Küche Italiens wirklich ist. Die italienischen Speisekarten in Deutschland sind ja doch alle relativ gleich. Es gibt Pasta, Pizza, vielleicht ein Fischgericht und ein Fleischgericht. Und in Italien ist es anders. In jeder Region schmeckt es anders. Man fährt 50 Kilometer weiter und es ist eine komplett andere Küche, neue Gerichte. Und deswegen finden Felicitas und Illy viele Zutaten für diese Gerichte nicht im normalen deutschen Supermarkt, sondern online oder im italienischen Feinkostladen wie diesem. Ein Stück Italien-Feeling mitten in Deutschland. Das sieht ja auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als in einem deutschen Supermarkt, oder? Es fühlt sich irgendwie an wie Urlaub. Felicitas und Illy suchen einen ganz besonderen Käse. Mehr als 400 Sorten hat das Land zu bieten. Ob sie diesen einen besonderen Käse hier finden? We're looking for Stracciatella, right? Stracciatella in Bufala. Er kann es viel besser aussprechen. Und wir sprechen nicht von Eis. Kein Stracciatella-Eis, nee. Nee. It's a little bit more salty than the Stracciatella ice. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Burrata. So ganz, ganz cremig, sahnig, zerfließt lediglich. Aber warum heißt diese Mozzarella-Variante wie eine Eissorte? Dazu später mehr. Wir müssen jetzt nach Sardinien. Wo ist Sardinien hier? 2 Gänge weiter. Pane Carasau ist ein sardisches Brot. Es gibt ein ganz traditionelles Gericht von Sardinien. Und das ist quasi eine Lasagne, aber statt Nudelblättern nimmt man eben das Brot. Und kommt man nach Rom, gibt es todsicher Trippa, also Kutteln. Ich kenne das nur frisch gekocht. Das sieht ja auch schon ein bisschen abgefahren aus. Ne? Also hier diese Häute. Ich weiß aber, wo es das frisch gibt. Schnelle Variante, aber wir machen es frisch. Und auf Sizilien und Sardinien gibt es das hier. Botarga. Das sind quasi eingesalzene Fischeier. Und die werden dann ganz fein wie Parmesan über die Pasta gerieben. Der Parmesan des Meeres. Gesalzene Fischeier, Stracciatella-Käse, Brotlasagne und Kutteln. Italienischer wird es nicht. Ich habe richtig Hunger bekommen und jetzt kommt mein Lieblingspart, das Kochen. Klingt auf jeden Fall nicht nach der uns bekannten typisch italienischen Küche. Haben diese Gerichte das Zeug zum Exportschlager, wie die Klassiker Pizza und Pasta? Los geht's mit der Vorspeise, dem Stracciatella-Käse. So is a soft cheese that is like comes from stracciare, which means zerfetzt in German. Is mixed with this cream. Und so funktioniert die Herstellung. Büffelmozzarella in Streifen reißen, anschließend klein hacken und rahmig frische Sahne dazu. Der Käse stammt aus der süditalienischen Region Apulien. Und? Wie schmeckt der so? Ich finde, es schmeckt so, als würde man Mozzarella ganz klein, stracciare, zerfetzen und mit Creme fraiche oder mit Sahne mischen. Stracciatella ist also eine cremigere und reichhaltigere Version des klassischen Mozzarella. Drauf kommt jetzt eine Kombination, die wir so in Rom in der ältesten Bäckerei gegessen haben. Und zwar mit Alici, kleine Sardellen.
Und das zusammen mit diesem cremigen Käse, schön salzig, noch ein paar Tomaten für die Frische und Basilikum. Sieht wunderschön aus und schmeckt so lecker. Tomate Mozzarella mal anders. Stracciatella-Käse gibt es in italienischen Feinkostläden und Online-Shops zu kaufen. Mit knapp 20 Euro pro Kilo ist der etwa doppelt so teuer wie gewöhnlicher Mozzarella. Damit ist die Vorspeise fertig. Ich würde jetzt vielleicht Lasagne machen und du deckst über den Tisch? Ja, I'll go prepare the table. Okay. Für die Lasagne braucht Felicitas Pane Carasau. Das knusprige Fladenbrot aus Hartweizengrieß ist eine der bekanntesten Spezialitäten Sardiniens und existiert dort seit knapp 3000 Jahren. Grundlage ist ein Teig aus Hefe, Wasser und Salz, der dann, dünn ausgerollt, im Holzofen aufgeht wie ein Ballon. Und direkt nach dem Backen wieder in sich zusammenfällt. Durch Aufschneiden und Pressen entstehen zwei Teigfladen, so hauchdünn wie Papier und beinahe durchsichtig. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt erstmal so, ob das denn so schmeckt wie auf Sardinien. Ich weiß nicht, ob es dem Reiseweg geschuldet ist, aber schmeckt tatsächlich pappig, ein bisschen wie altes Brot. Auf Sardinien ist es ein bisschen knackiger. Die Sarden essen das Brot mit Olivenöl oder weichen es in Wasser ein und umwickeln damit Käse oder Wurst. Eines der bekanntesten Gerichte aber ist das Pane Frattau, eine Art Lasagne, in der das Brot die Nudeln ersetzt. Das Gericht habe ich super oft auf Sardinien gegessen. Wirklich. Die Füllung besteht entweder aus Hackfleisch oder aus Gemüse. Wie für eine klassische Lasagne bereitet Felicitas eine Béchamelsoße zu. Ich gebe jetzt einen Brühwürfel in die Béchamel. Der kommt sogar wirklich aus dem italienischen Supermarkt. Macht das Ganze so richtig schön tief. Die Soße aus Mehl, Butter und Milch lässt Felicitas dick cremig einkochen. Natürlich darf auf der sardischen Lasagne die dicke Käsekruste nicht fehlen. Die Food-Expertin nimmt dafür frisch geriebenen Parmesan. Bei der Lasagne fängt man auf jeden Fall mit der Soße an, weil sonst klebt das Blatt natürlich so fest und dann kriegt man die Lasagne nicht raus. Felicitas schichtet die Brotlasagne genauso wie die normale Version mit Nudelblättern. Erst Soße, dann das Brot, Gemüse, Soße und wieder von vorne. Das Gute ist auch, dass das Brot natürlich nicht 40 Minuten im Ofen schmoren muss, bis es durchgegart ist wie Nudelblätter, sondern einfach nur 10 bis 20 Minuten, bis es braun ist. Ab in den Ofen bei 185 Grad. Und dann Mund auf, Augen zu und träumen. It really smells like Italy. It smells like when you go through the streets and there is a nonna cooking lasagne. Die dünnen Brotfladen haben sich mit Soße vollgesogen und sind schön saftig. Lasagne mal anders. Ganz anders auch Trippa. Ins Deutsche übersetzt heißt das Kutteln, eine Innerei. Kutteln sind in ganz Italien beliebt. Besonders aber in Rom. Hier hat sich das Arme-Leute-Essen zu einer echten Delikatesse entwickelt. Die Römer lieben das Fleisch aus dem Vormagen von Rindern als Trippa alla Romana. Felicitas hat die Kutteln beim Metzger besorgt. Ich habe hier so grob vorgeschnittene Teile von meinem Metzger. Die sind sogar schon vorgekocht, machen eigentlich fast alle Metzger so. Aber ich möchte eher so lange Streifen, damit es wirklich so ist wie in Rom. Der Anblick dieses Fleisches ist für manche sicher gewöhnungsbedürftig. Ich bin da eigentlich relativ schmerzfrei. Ich weiß ja auch, wie lecker es am Ende ist. Das riecht wirklich ganz neutral und ist eigentlich ganz normales Fleisch. Zum Fleisch gibt Felicitas Knoblauch. Trippa ist ja so ein richtiges Eintopfgericht von Nonna. Da darf der Knoblauch auch ruhig gröber sein. Wird ja lange geschmort, der zerfällt. Macht keinen Unterschied. Das gleiche gilt für Zwiebeln und Staudensellerie. Das gibt der Tomatensauce so eine richtig schöne Tiefe. Und es ist nicht so, dass sie dann nach Sellerie schmeckt. Der zerfällt ja auch, aber so wie in der Bolognese. Ein bisschen Gemüse mit rein. Das Gemüse röstet Felicitas einige Minuten an.
Immer schön umrühren, damit es nicht verbrennt. Ich gebe jetzt unsere Streifen dazu. Die Kutteln brät Felicitas kurz mit an. Dann löscht sie das Ganze mit einem Schuss Weißwein ab. Es kommt noch ein bisschen Brühe dazu. Einfach eine Gemüsebrühe. Die hat ein bisschen mehr Geschmack als normales Wasser. Und traditionell eine Dose Tomaten. Die Trippa alla Romana, Kutteln in Tomatensauce, müssen jetzt noch knapp 1,5 Stunden bei milder Hitze schmoren. Genug Zeit, um sich das letzte Gericht genauer anzusehen. Botarga. Genannt auch der Parmesan des Meeres. Denn Botarga sind getrocknete und gepresste Fischeier. Salzig und würzig wie der beliebte Hartkäse. Sieht ja ein bisschen anders aus, aber man nennt es tatsächlich so. Vor allem Sardinien und Sizilien sind berühmt für ihren Botarga. Früher nahmen Seeleute die Fischeier als Proviant mit auf lange Reisen, denn sie sind monatelang haltbar. Besonders edel ist der Botarga aus Thunfischeiern. Die Hersteller reiben den Rogen mit Meersalz ein. Das entzieht den Eiern die Feuchtigkeit. Zwischen Steinblöcken pressen sie ihn in eine quadratische Form. Anschließend muss das Salz wieder ab. Und die Fischeierblöcke trocknen bis zu 2 Wochen lang in der Sonne. Insgesamt sind 40 Arbeitsschritte nötig, um Botarga herzustellen. Lohnt sich der ganze Aufwand? Der ist very intense, very salty. Ich würde es eher als ein Aromazutat empfehlen oder geraspelt oder ganz dünn. Deswegen mischen wir es mit der Pasta. Und zwar nicht etwa Spaghetti oder Penne. Es geht hier ja schließlich um ungewöhnliche italienische Spezialitäten. Felicitas nimmt Fregola. Das ist ganz typisch für Sardinien. Das sind einfach kleine Pastaperlen. Was haben wir in Italien, genauer genommen auf Sardinien, ganz oft gegessen? Das gibt es in jedem Lokal. Und auch immer mit Botarga. Die Fregola bereitet Felicitas ähnlich zu wie ein Risotto. Dafür schwitzt sie Pasta und Knoblauch kurz in Olivenöl an und gibt dann nach und nach Gemüsebrühe hinzu. Jetzt kommt noch, genau wie beim Risotto, ein kleines Stück Butter dazu. Außerdem etwas Zitronensaft und Petersilie. Wie sexy sich das Ganze jetzt miteinander verbindet und wirklich zu so einer wunderbar cremigen Angelegenheit wird. Fehlt nur noch der Parmesan des Meeres. Fein gerieben und sparsam eingesetzt. Denn Botarga ist teuer. 1 Kilogramm kostet bis zu 250 Euro. Eine echte Delikatesse. Preiswerter sind Felicitas Kutteln in Tomatensauce. 1,5 Stunden haben sie gekocht. Jetzt kommt das Finish, ganz wichtig, und zwar Minze. Minze macht so richtig schön frisch und gerade bei diesem Gericht, was ja so ein bisschen schwer ist, mit Innereien und so, gibt das so eine richtig schöne Leichtigkeit. Römischen Pecorino-Käse drüber, fertig. Jetzt würde ich sagen, wir räumen noch ein bisschen auf und dann servieren wir. Super leckere, echte italienische Küche. Einfach mal ausprobieren und liebe Gäste beeindrucken. Und wer weiß, vielleicht ist das der Anfang einer weiteren Erfolgsgeschichte. Wie bei Pizza oder Pasta oder Tiramisu.